Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Louis-Freunde, zu einem neuen Video. Ich bin Mali, ich bin normalerweise immer hinter der Kamera. Von daher kennt ihr mich wahrscheinlich nicht, außer vielleicht meine Stimme, weil manchmal laber ich halt von hinten irgendwie rein oder stelle irgendwelche Fragen fürs Video an Kai, René, Luca oder sonst wen, der gerade vor der Kamera steht. Heute wollen wir es aber mal ein bisschen anders machen. Ich wollte euch heute mal mitnehmen und euch mal das ganze Team, was hier hinter unseren Videos steckt, zeigen und wo wir hier so sind, wie wir das hier so machen, wie so die Räumlichkeiten aussehen, wie das Filmstudio einfach aussieht. Hier mal ein kleiner Sneak Peek direkt. Da steht schon Filmstudio. Hier steht Büro. Und da würde ich sagen, gehen wir als erstes rein und dann zeige ich euch mal, wer hier so alles sitzt. Hey! Das war jetzt nicht echt, ich muss so einfach. Moin moin! Moin. Hey, erzähl mal, wer bist du, was machst du? Das ist aber von wo kennen wir dich? Wild, ey, wenn direkt mit einer Kamera so ja, normal. Vor dir rum. Ja, ich bin Ben, bin 25, bin seit einem Jahr erst bei Louis. Ja, noch ein Frischling. Bin für Louis sogar nach Hamburg gezogen. Mhm. Also ich bin Social Media Manager hier und ich bin nach Hamburg gezogen für Louis, weil ich einfach selber Motorrad fahre. Ich habe momentan 3 Motorräder. Von klein auf bin ich mit Motorrädern groß geworden und deswegen ist das hier meine Art Traumjob. Ja, ich kümmere mich so um die Kanäle unter anderem, also Instagram, TikTok, Facebook und jetzt auch Threads. Ist ja das, die neue Social Media Plattform. YouTube machen wir ja alle so ein bisschen zusammen. Und das wäre es auch quasi eigentlich schon von mir, ne? Also schön, vielen Dank für diese jetzt. Vorstellung. Hier ist ja noch ein Lehrerplatz momentan. Hier ist auch noch ein Platz, da sitzen immer Schnubberer, Durchläufer und Co. Und hier sitzt eigentlich Jan. Von dem blenden wir jetzt einfach ein Video ein, würde ich sagen, ne? Ja. Oder? Das drehen wir, wenn er wieder da ist. Hey! Frank! Moin! Erzähl mal was zu dir. Wer bist du? Was machst du hier? Ja, Frank ist nur mein Spitzname. Ich heiße Jan. Vielleicht kennt ihr mich auch aus den Deeds of the Week Videos. Und Lena soll nicht gucken, die soll sich nicht auf ihre Präsentation da. Du Arsch! Erzähl weiter. Nee, wir machen das aber später, wenn sag mal nochmal. Kannst du dich nochmal rein? Nee, mach, komm! So unangenehm, ne? wenn jemand auf einmal zuguckt. Ich bin Jan, bin hier Kameramann, bin Cutter. Wie ihr gerade seht, schneide ich auch gerade ein Video. Da bin ich sogar vor der Kamera. Also ich stehe auch manchmal vor der Kamera, mache die Deeds of the Week Videos, die ihr montags immer bei YouTube sehen könnt. Bin seit, boah, wie lange bin ich jetzt hier? 12 Jahre? Fast 13 oder so, ja, ungefähr. Habe meine Ausbildung hier auch gemacht zum Grafiker, Mediengestalter heißt das ja. Noch im Printbereich, habe den Katalog damals mitgemacht. Ja, und bin dann irgendwann mit Mali hier in das Filmstudio gekommen und seitdem machen wir den Bombs, genau. Dankeschön. Nee? Danke. Tschüss. Alles klar, genau. Da sitzt Jan. Hier ist unsere Aussicht. Und da sitze ich. Setz dich mal dahin. Zettke. Schön. Oh, jetzt habe ich. Nicht auf die Linse patschen, ey. Ah, nee. Zimmer. Ja, ich bin Mali. Ich bin seit jetzt fast 10 Jahren hier bei Louis. Damals auch meine Ausbildung hier gemacht, ähnlich wie Jan. Ich hoffe, dass er das auch gleich erzählt in dem Schnipsel, den wir eingeblendet haben. Ich habe damals auch den Katalog hier mitgebastelt, bin dann aber während meiner Ausbildung in den Filmbereich gewechselt. Ja, über die Jahre haben wir uns jetzt das Ganze, was ihr gleich sehen werdet, hier aufgebaut. Relativ viel in Eigenregie, ohne irgendwie große Helfer, weil wir das genauso machen wollten, wie es in unseren Köpfen war. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Und ja, was mache ich hier eigentlich? Ich kümmere mich quasi um die Organisation und Koordination vom gesamten Film- und Social-Media-Team bei Louis. Also das Studio, wo wir jetzt hier sind, da sind wir seit 3 Jahren, sind wir glaube ich so jetzt hier drin. Und ich würde sagen, lass uns das Ding doch mal angucken, oder? Ja, lass uns mal rübergehen. Ja, komm mal, Tage. Aber kannst du mir die Kamera wieder geben? Nö. Wir können direkt zu René und Kai. René und Kai gehen. Ja. Die sind nämlich schon im Studio, weil wir gleich ein wunderschönes Video mit denen drehen. Ein kleiner Podcast nämlich. Ja. Yeah. Okay, mach die Tür auf. So. Was? Nochmal, bitte. Jetzt sind wir im Filmstudio. Hier geschieht die ganze Magie und da vorne sitzen zwei, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Wollen wir direkt mit der Ecke anfangen, würde ich sagen, ne? Moin! Moin! Ja, wir drehen noch ein Weihnachtsspecial, nenne ich es mal, wo wir einmal zeigen, wer hier so alles sitzt, wer hier mit uns so die Videos macht und wie das Ganze hier aussieht. Von daher, erzählt doch gerne mal. Euch kennen die Leute zwar, aber... Ja. Ja, ja. Hallo. Ja, Kai und René und vielleicht kennt ihr uns ja von Tante Luise, unserem Podcast und mit Sicherheit aus diversen anderen YouTube-Videos. Ja, aber wir machen ja, eigentlich machen wir ja was ganz anderes in der Firma. Denn René, du bist
Ich bin Trainer an der hauseigenen Luis Akademie und ja, wir bilden unsere Verkäufer in den Filialen aus. Und du so? Nicht so, ich mache ein bisschen Rechtskram für die Firma, so was Patentrecht, Markenrecht und solche Sachen angeht, manchmal auch andere Bereiche. Kümmere mich so ein bisschen um die Presse und ansonsten baue ich ab und an auch nochmal Bikes für die Firma und irgendwas mache ich noch, aber es reicht ja noch. Vieles, vieles. Ja. Wie lange seid ihr schon in der Firma? Spannend. Welches Jahr haben wir? 23. Dann sind es 22 Jahre bei mir. 36 bei mir. Ja, ja, ja. Und dann kommt er hier mit seinem ein Jahr, weißt du? Ja, Daumen hoch. Ja, ansonsten, genau, das ist die Podcast-Ecke. Sie sieht im Intro immer ein bisschen aus, als würdet ihr in so ein Kellergewölbe gehen. Ist, dem ist aber nicht so. Aber viel anders ist es hier ja auch nicht. Viel anders ist es eigentlich auch nicht. Das ist die gleiche, aber vom Feeling her ist dieses in den Keller hinabsteigen, ja, wurde uns gesagt, sehen ein bisschen cooler aus. Ja, es ist... Ja. Also es kommt rüber, aber jetzt sehen die Leute mal, wie es in echt aussieht. Dann lass uns doch mal in die nächsten Ecken gehen, würde ich sagen. Wir kommen gleich wieder zu euch. Wir, ne? Gleich wieder. Wollen wir mal direkt hier in die gehen? Ja, hier, ne? Die Ecke kennt ihr ja auch. Hier seht ihr öfter mal Jan. Ja, warte. Dietz. So sieht das circa dann aus. So. Ja, so. Die ohne Kamera im Bild. Deals of the Week Ecke, so wo wir jeden Montag unser Video hochladen, wo Jan die Deals der Woche vorstellt. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deals of the Week. Haben die Jungs auch selber gebaut, also hier hinten mit der Triumph, also die Triumph haben die natürlich nicht selber gebaut. aber ja, an der bauen wir oft, muss man sagen. Ne? Ja, die ist so ein bisschen das Bastelmotorrad, wo ja, so viele Videos auch dran entstehen und so weiter und so fort. Ja, genau, die wird leider nicht mehr gefahren. Nee, ist aber nur zum Schrauben da. Zumindest, ja, zumindest was noch. Ne? Ja. Nächste Ecke. Nächste. Schrauberecke, würde ich sagen. Ja, hier sind wir in der Schrauberecke. Ihr findet manchmal Schraubervideos, Erklärvideos statt. Hier haben wir ein Video. Kam das Video schon? Ja, ne? Das ja, warte, ich mach mal ganz kurz hier ein Licht an. Genau, hier haben wir gerade ein Video gedreht, das ja, ist das Weihnachtsgeschenke-Video, das müsste, das kommt, das ist heute auf jeden Fall schon online. Das ist heute online gekommen, also heute, wo wir zum Dreh des Videos ist das online, ja genau. Das ist auf jeden Fall schon online. Da hinten haben wir unsere Werkbank mit Werkzeug und wenn wir mal, wir haben letztens öfter mal an der KTM geschraubt, habt ihr vielleicht gesehen, da haben wir die dann hier hingestellt und dann haben wir direkt alles parat. Sieht sehr gemütlich aus, finde ich vor allem mit der Holzwand hier. Ja, die ist gut geworden. Und das Neon-Schild auch. Das habt ihr auch alles selber gemacht, ne? Ja, klar, da haben wir richtig viele Euro-Paletten auseinandergekloppt für. Wie viel Aufwand, ne? Ja, natürlich. Da war ich noch nicht da. Muss ja auch gut aussehen, ne? Sieht schon echt geil aus. Also ich finde es sehr, sehr gemütlich. Danke, danke, danke. Das nehme ich natürlich als Lob sehr gerne an. Wollen wir direkt in die nächste Ecke gehen? Hier rein, ja. Die sieht man auf YouTube nie, muss man sagen, diese Ecke. Oh, warte, das Licht ist noch aus. Ich denke gerade, warum ist das so gelb hier? Warte. So, jetzt wird es weiß. Wie beim Zahnarzt. Ja, hier ist ein bisschen. Das hat echt so ein Zahnarzt-Feeling. Ja, so ein bisschen, alles weiß, ja, steril. Wir könnten auch so, so Arzt-Tutorials jetzt machen. Das ist so die unspektakulärste, für unkreativste Ecke, aber es liegt auch daran, weil wir hier unsere Amazon-Clips oder Clips für den Online-Shop erstellen von den Produkten und da soll halt der Fokus komplett, also wenn wir jetzt hier ein Produkt hinstellen, dann soll der Fokus komplett auf dem Produkt sein und nicht irgendwie ablenken und deswegen ist es hier sehr weiß gehalten und sehr steril. Sehr steril, genau. Ja, ja, ja. Hinter euch, da wird Mali jetzt nicht hinschwenken. Nee. Da haben wir auch noch eine Ecke, da, die können wir bei euch jetzt noch nicht zeigen, weil das nämlich ein Projekt ist, das kommt bald. Falls sie schon drin war, habe ich es hoffentlich rausgepixelt an dieser Stelle. Ja. Ich weiß nicht, beim Schwenken könnte die schon drauf gewesen sein. Wann kommt das? Wann wollten wir damit starten? Haben wir da schon ein Datum? Wenn die Saison losgeht, also ja, März, April so, dann wird wahrscheinlich, wenn alles klappt, die erste Folge online gehen von dem neuen Format, wofür wir den Hintergrund gebaut haben. Ja, genau. Und dahinter ist nur noch Lager, wo wir Dinge verstaut haben, die wir immer mal wieder gebrauchen, aber die jetzt dann nicht hier rumliegen sollten. Ja, 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 und das ist eigentlich alles. Ne? Hier noch ein Greenscreen für andere Spielzeugsachen. Hier noch ein Spiegel, damit sich alle immer schön machen können. Ne? Oh, ich hoffe, man hat da jetzt nicht die Ecke gesehen. Oh Mann, ey, ich habe gar keinen Bock auf verpixelt. Komm, dann lass uns doch mal wieder rausgehen. Das Büro haben wir hier auch umschwenken, einmal, damit man mal sieht, wie geht's. Ja, klar. Klar. Also da sitzen die Jungs. Und hier muss ich schon aufhören. Am Hängesack muss ich aufhören. Ja, so sieht das halt aus. Gut. Dann gehen wir noch einmal in den Vorraum. Mhm. Das hier ist sozusagen unser Aufenthaltsraum, also wie so ein Pausenraum. Besprechungsraum, ne? Besprechungsraum. Ja, hier mit einem schönen großen Tisch.
Hier unser Schmuckstück, das kennt ihr auch schon aus den Videos. Die Carver. Die schöne Carver. Damals noch auf Supermoto-Felgen, jetzt wieder auf Cross-Felgen, weil wir ja sehr viel Cross-Produkte momentan aufnehmen bei Luis. Ja. Und dementsprechend brauchen wir die manchmal auf der Cross-Strecke für Fotos und so weiter. Fährt sich sehr gut auf der Cross-Strecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mich juckt es auch immer in den Fingern, wenn ich die hier sehe, dass ich auch mal ganz gern fahren würde. Das ist schade, dass sie hier drin steht eigentlich gerade. Vielleicht wird sie ja immer noch mal bewegt. Ja, auf jeden Fall. Nächstes Shooting und dann... Dann erstmal alles kaputt machen. Genau, hier gucken wir unsere YouTube-Videos. Genau. Achso, ja, hier gucken wir in der Pause unsere YouTube-Videos, damit wir auch gebildet bleiben. Genau, Bildungsfernsehen, wichtig. Ja, und hier Besprechungen einfach, ne? Obwohl wir hier quasi fast noch nie saßen, glaube ich. Nee, das stimmt. Das schneidet so aus, ne? Das schneide ich raus. Ja, die Ecke ist wichtig, sie ist schön. Außerdem brauchen wir manchmal das Sofa, die Stühle für andere Drehs. Wir haben da Getränke, das ist auch wichtig. Richtig, richtig, richtig. Gut. Ja. Müssen wir das Büro nochmal zeigen? Nee, das haben wir glaube ich gesehen, oder? Nee, das haben wir jetzt gesehen. Das haben wir genug gesehen. Ja. Luca haben wir jetzt noch gar nicht hier gehabt. Luca ist heute nicht hier, dementsprechend können wir auch kein Video mit ihr machen, weil sie nun mal sehr selten bei uns zu Filmdrehs ist. Ja. So würde ich mal sagen, ne? Meistens Deals of the Week Videos oder so. Dann wollen wir nochmal zu den Jungs und uns verabschieden, würde ich sagen. Dann haben wir das auch geschafft mit dem Video hier. Sehr gut. Gut, ich packe jetzt mal die Kamera ganz kurz hier so hin, wie als würden wir den Podcast aufnehmen. Mhm. Zoom ein bisschen ran und dann habt ihr das letzte Wort und könnt euch verabschieden. Denn es ist der 26. Das heißt, es ist bald Silvester. Das Video kommt ja am 26. online. Und unser Podcast kommt am 29. raus. Den wir jetzt gerade drehen, genau. Über den ihr jetzt redet. Ihr seht uns jetzt hier in den Vorbereitungen zu unserem Podcast. Das sieht jetzt wilder aus, als es ist. Wir haben Notizen mitgebracht, blödeln ein bisschen rum. Also es ist nicht so, dass wir uns hier absprechen, was gleich passiert. Und dann geht das los. Also wir haben es ja kurz vor Silvester. Der Jahreswechsel steht bevor. Ihr seht hier jetzt dieses Video. Und unser Podcast kommt auch in 3 Tagen raus. Wir nehmen den natürlich immer ein ganz kleines bisschen im Vorfeld auf. Kauft nicht so viel Böller-Scheiße, ne? Gebt das Geld lieber irgendwo ins Tierheim oder sonst so was. Macht mehr Sinn. Aber kommt auf jeden Fall saugut ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir haben alle zusammen ein tolles 2024. Genau. Und packt Winterluft in die Reifen, wenn ihr zu Silvester fahren wollt. Und viel Spaß dabei. Wir wollen uns alle nochmal verabschieden hier. So, jetzt packen wir noch ein Bild rein von Jan. Jan ist auch dabei. Tschüss. Tschüss.